Meine Jüde, die Fahrtstrecken sind ein Wahnsinn da. Aber was so ist, was ist denn das da? Schaut interessant aus. Interessant. Was haben wir da stehen? Keine Ahnung. Precioso. Oder wie? Nee. Ah, da haben wir keinen Regen, okay. Pesaro. Pesaro sagt mir aber auch irgendwas. Irgendwoher kommt mir der Name Pesaro bekannt vor. Aber keine Ahnung woher. Ich hatte mich beim Auftrag raussuchen so was von gefreut gehabt. Ne? Ich hätte eine Lieferung gehabt nach Rom mit medizinischen Geräten um 200.000 Euro. Problem. Und jetzt kommt's. Die Lieferung war nicht von Reims aus. Was soll das schon wieder? Lass ich mir wieder eine, ja, oder nicht? Ich fühle mich ein bisschen eingezwängt. Darf ich das so sagen? Ich fühle mich ein bisschen eingezwängt von LKWs hier. Meine Herrschaften. Weil wenn die LKWs nicht wissen, ob sie jetzt da beschleunigen sollen oder abbremsen sollen. Was bist du? Carabiniere? Bist du Carabiniere? Bist du Carabiniere? Ja, ja, es steht drauf. Es steht drauf. Es steht Carabiniere drauf. Das freut mich. Ladies and Gentlemen, wir haben einen Carabiniere gesehen. Ich möchte mich aber nicht anlegen mit diesen. Ah, Pescara. Mein Ziel steht auch schon bereits einmal da drauf. Also das ist, finde ich, sehr schön. Ja, wenn du mit meinem Zeug schon wieder nicht schnell fährst, muss ich überholen, du guter Mann hier. Oder Frau. Oder was auch immer da am Steuer sitzt. I don't know this. Aber ich fühle mich wie ein kleines Kind, dass ich ein Fahrzeug mit der Aufschrift Carabinieri gesehen habe. Und in circa 2 Stunden 45 sollte man ankommen, ist schön. Mitten in der Nacht abstimmen den ganzen, ne? Schmafu. Das kann ja nur besser werden. Das kann ja nur heiter werden. Nee. Noch oder wie auch immer das heißt, möchte ich nicht. Ancona, nein, nach Ancona möchte ich nicht. Allerdings, wenn man da den zweiten Buchstaben verdreht, erhält man den Namen, den Modellnamen von meinem allerersten Auto, nämlich Ascona. Ne? Denn mein allererstes Auto war ein Opel Ascona. Genau.
aber ein Spritfresser. Boah, die Haut Sprit gefressen, der Erskunger, bist du wahnsinnig. Aber eine schöne Farbe war das. So Gold, so Goldlackierung, ne? So Metallic Gold, Goldmetallic, ne? Wow. Eine schöne Lackierung. Muss man schon sagen, muss ich schon zugeben, muss ich schon lassen, ne? Aber Sprit hat er gefressen, puh. Der hat gesoffen wie nix. Hinten bleiben wir nicht überholen. Okay, der konnte nicht schneller wegen einer LKW, oder was? Na ja, schön. Der LKW-Fahrer, da fuhren was an und wo er hin will. Soll er nach links oder nach rechts oder mitten in die Pampa? Dabei ist das nur eine Zugmaschine. Der kennt so ein bisschen schneller vielleicht fahren mit der Zugmaschine allein, nicht? Wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Solange mit der umlässt, ne? Archip-Tankstellen gibt's hier. Was ich gesehen hab. Was war das? Beziehungsweise die heißen ja alle heute Eni, ne? Eni, nicht mehr Archip. Archip war einmal. Genauso wie Esso einmal war, ne? Die heißen alle nur noch Eni. Aber der sechsbeinige Hund, der ist geblieben. Wobei, ne, ja. Ah. Ja, ne, ja. Ja, gut, ne. Kann so sein, muss aber nicht so sein, oder was? Nee, Roma war schön, aber ich fahre nicht nach Roma, ich fahre nach Pescara. Und da muss ich gerade ausweiten. Nee, tut mir leid. Ein andermal. Dann starten wir ein andermal dem Papst einen Besuch im Vatikan ab. Wobei ich bezweifle, dass der Vatikan hier nachgebaut wurde. Oder hier im DLC mit dabei ist. Das bezweifle ich sehr. Ich glaube, kommt, dass jetzt der Vatikan irgendeine Spedition beherbergt. Das war der Überhammer, ne? Genauso wie in Venedig die Lagunen eher nicht wirklich nachgebaut wurden, sondern eigentlich nur das Straßennetz in Venedig mehr oder weniger angespielt wurde, ne? Also angedeutet wurde, dass man da mit LKWs hinkommt, ne? Und Venedig besteht nicht nur aus der Lagunenstadt, nein. Venedig hat auch ein Straßennetz, ob man es glaubt oder nicht. Aber selbstverständlicherweise ist Venedig für die Lagunenstadt mehr oder weniger bekannt. Da vorne geht es für uns auch schon runter, soweit ich das sehe. Oder für mich, besser gesagt, ne?
Geh mal ein bisschen verlangsamen das Zeug. Da kommt nix. So, dann zahlen wir. Ja, 120 Euro, also das ist ja gar nichts eigentlich. Für eine Mordstelle, Entschuldigung. Pisskabel. Ach, schon wieder Autobahn? Aber das ist nur noch ein kleines Stückchen, würde ich sagen. Ja, weil genau vor uns liegt Pescara, meine Damen und Herren. Wir nähern uns unserem Ziel, 6 Kilometer haben wir noch. Und ich fahre schon wie auf Eiern. Na, sehr schön. Jo, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in Pescara, Italien. Und ohne zu schauen, fahre ich einfach mal da drüber. Wo muss ich denn eigentlich hin? Muss ich da rein? Cesare. Aber wo ist denn die Einfahrt von dem? Also da kann die Einfahrt schon nicht sein. Dann habe ich irgendwo die Einfahrt gerade verpasst. Schön, finde ich gut. Erster Aufenthalt hier und ich verpasse gleich mal die Einfahrt. Und davor, also da vorne ist ja die Einfahrt, ne? Die ist mit dem Tor. Die ist da, die hat da ein Tor. Ah, bin ich gespannt, ob das aufgeht. Oder ob ich bis 8 in der Ruhe warten muss. Nee, es geht auf. Ich darf auch mitten in der Nacht rein. Ne? Das finde ich gut. Ne? Die haben mit Sicherheit auch eine Nachtschicht betrieben. Ne?
Was ich noch leibender finde, ist, dass ich da sozusagen mehr oder weniger hier gleich einmal freie Bahn daneben habe. Das war natürlich schön beschienen. Bin so schnell angefahren. Ich wollte ja nur das Weiße da sehen. Komme ich gut rein. Bin ich gut drin? Jo, schauen wir sich's noch an, was wir da kriegen. Volles Geld. 48.843 Euro für unsere Fahrt hier nach Italien. Ich bedanke mich fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bipapo und tralala. Ne? Wie gesagt, diese Folge war geschnitten für euch im Nachhinein. Danke fürs Zusehen und bleibt mir treu. Beim nächsten Mal geht's hier wieder weiter. Mit einer neuen Folge von ETS2. Ja, vielleicht machen wir nochmal ein bisschen Italien unsicher. Ne? Ciao, Servus, bye bye.